Es wird sehr viel Schindluder mit DCP getrieben. Es gibt sehr viele Services, Online-Services, die einen abzocken. Es gibt sehr viele Leute, die einfach Kohle verlangen und dann selber nur mit Freeware arbeiten, das halt nicht wirklich professionell gemacht ist. Viele Leute, die grundlegende technische Spezifikationen nicht ernst genug nehmen, das werden wir auch sehen. Ich bekomme ganz oft DCPs, die von Profis gemacht wurden, die aber nicht laufen, die ich dann reparieren muss, wo ganz grundlegende Fehler gemacht wurden. All das werden wir in dem Workshop kennenlernen. Wir werden auch kennenlernen, wie wir mit DCPs umgehen, mit Farbräumen, mit unterschiedlichen Frameraten, mit Untertiteln, werden wir alles abdecken. Wir konzentrieren uns aber, und das ist jetzt schon ein kleiner Teaser, wir konzentrieren uns auf DaVinci Resolve 15, momentan noch in der Beta, Anfang August 2018, aber das Tolle an DaVinci Resolve 15 ist, ich brauche nur diese Software, um ein professionelles DCP zu packen. Neu in der Version 15 sind alle Tools verbaut, auch gratis. Auch in der Lite-Version brauche ich keine EasyDCP-Lizenz mehr, kann ich ein professionelles DCP bauen, wenn ich genug darüber weiß. Und deswegen ist der Workshop okay, DCP gut, Freeware gut, aber wir konzentrieren uns auf Resolve 15, wo es wirklich mit Abstand am besten geht. Und wir werden auch bald sehen, warum das so ist und warum Blackmagic hier für mich einen extrem großen Clou gelandet hat und das eigentlich gar nicht so viele Leute wissen. Also Resolve 15, es hat immer noch ein sehr gut gehütetes Geheimnis, dass diese Funktion verbaut ist. Wir wissen, auch bei Adobe ist eine Version verbaut, in der Cloud, im Encoder, die aber mehr schlecht als recht arbeitet. Das haben auch lange Zeit die Leute nicht gewusst. Das ist jetzt sehr populär geworden, aber gerade mit solchen Plugins wird sehr viel Schindluder getrieben, weil diese DCPs oft nicht laufen. Die landen bei mir am Tisch und ich muss sie reparieren und sind ganz grundlegende Probleme.